Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Remake. Im letzten Part sind wir von der oberen Platte wieder runtergekommen in die Slums und wurden von den komischen Geistwesen angegriffen. Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gebt immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Hey, Kumpel! Pass auf dich auf! Tja. Müssen wir wohl wieder einen Auftrag annehmen. Puh, auf in den Kampf! Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Tja. Dabei hatte ich gedacht, dass wir dann... Dann treffen wir uns doch mit Barrett beim Bahnhof. Ah, wir haben auch hier Kampfberichte. Okay, Schockphänomene. Ah, okay, dann erhalten wir wieder neue Materie. Hier könnten wir uns auch mal wieder ein bisschen ausweiten. Wir haben schon einen zweiten Kern erhalten. Können wir hier gleich mal physischen Angriff und die Magie. Hat das Schwert eigentlich auch einen zweiten Kern erhalten? Ja. Ja, wir benutzen es zwar nicht, aber trotzdem interessant zu sehen. Und Tifa hat auch einen zweiten Kern erhalten. Ah, aber hier haben wir nicht so viele Punkte zu vergeben. Barretts Waffe können wir scheinbar auch upgraden. Okay, und der hat sehr viele Punkte, die man verbinden kann. Oder was er sagt, benutzen kann. Man kann auch durch die Waffen zusätzliche Materie-Slots erhalten. Auch interessant zu wissen. So, mal schauen. So, das sollte auch passen. Noch für Materie übrig. Haben hier noch die Barriere bekommen. Antitouch-Analyse ist auf jeden Fall noch wichtig.
Heilung ist auch wichtig. Blitz. Mal schauen. Ich glaube, ich gebe Tiefe mal eine andere Materie. Gib mir mal die Luftmaterie. Jetzt hat ja auch eine Blitz- und Heilungsmaterie. Kann man jetzt auch mal eine Auto-Vita-Materie. Und mal schauen, was können wir ihm noch geben? Ich glaube, das Gewicht Materie passt schon. Gerade wenn wir wieder gegen Shinra kämpfen müssen. Mit deren Roboter. Tja, treffen wir ihn nochmal beim Bahnhof. Vielleicht weiß er ja was Neues von Bix. Dass ich hier einen Reaktor befinden soll. Und hier ist Chatley wieder. Deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Tja, werden wir auf jeden Fall noch abgeben. Sobald wir neue Kampfberichte fertig haben. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge spielen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Tja, es sind eindeutig wenig Leute hier dran. Ja, kein Wunder.
Ressource einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke. Tja. Dann schauen wir nach Barrett. So wie es aussieht, hat er keine Probleme. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein? Tun wir nicht. Willst du, dass wir auffliegen? Tja. Auch klar, dass Barrett das ein bisschen anders sieht. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Statt bei Kämpfen bewahren, werden täglich Unmengen an Mauern. Tja, dann gehen wir wieder zurück. Was ist mit Tifa? Lass sie nicht hängen, okay? Tja, das werden wir schon nicht machen. ist Tifa? Da vorne. Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs-Effekt. Alarmzustand ausgelöst. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Helft den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Sicherheit. Verdammt. Tja, es sagt sich so einfach. Ich hab solche Angst. Verdammt. Ein Drohne ist übrig. Zum Schockzustand analysieren. Ah, komm schon. Es gibt doch nicht, wie viele Drohnen kommen dann danach. Das vordere Abteil. Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind wir sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte.
sehe. Nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Das nimmt anscheinend wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf jeden Fall, Plan E. Verdammt, mach mir Thron. Ja, können wir wenigstens zwei Tarnen usieren. Übrig. Mann, erledigt. Höchstwahrscheinlich. Okay, wir hätten einen Verkaufsautomaten. Naja, wir sollten uns lieber mit Barrett treffen, bevor noch. Keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Köstlich, köstlich. Im Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Tja. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt. Ihr werdet den dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl. Hört sich nicht besonders gut an. Und vorne sehe ich schon die nächste Drohne. Da sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Da gibt es Verstärkung. Kommt schon. So, der letzte Gegner. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Eindeutig ist noch nicht vorbei. Tja, sollten wir zumindest. Oh nein, er sitzt fest.
habt das schon gelaut, ja. Erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher! Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los! Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja, seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir, die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dünner das Volk, desto schwerer hat der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Tja. Allerdings werde ich den Part dann schon an dieser Stelle beenden. Lasst wie immer eine Bewertung da, ich würde mich darüber freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Remake wieder. Ciao!